Hallöchen Mädels! Ja, da bin ich wieder und schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Ich habe mir 10 Produkte rausgesucht aus meinen letzten DM-Hauls der letzten 3 Monate. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie ich die Sachen finde, die ich da so in mein Körbchen gepackt habe, die letzten 3 Monate, dann bleibt dran. Wir fangen mal an mit etwas für den Haushalt. Das ist doch das einzige Produkt, was ich für den Haushalt habe. Und ja, ich habe davon auch noch nicht so viel benutzt, das sage ich euch gleich. Generell, es gibt einige Produkte, die habe ich schon länger, ne? Und einige, die habe ich weniger lang. Also das seht ihr auch mal in meinen DM-Hauls eigentlich. Und ja, dieses Produkt habe ich eigentlich schon länger. Aber ich habe es noch nicht so oft benutzt, weil ja, das so ein bisschen in Konkurrenz steht zu einem anderen Produkt. Und zwar handelt es sich hier um den Soda-Allzweckreiniger von Frosch. Den benutze ich hauptsächlich für meinen Backofen. Ich habe ja den Grapefruit-Fettentferner, den liebe ich ja über alles, ne, wisst ihr? Und den hier benutze ich aber für den Backofen, weil der Grapefruit-Fettentferner da nicht so gut ist. Also der kriegt da nicht so gut alles weg. Aber dieser hier, der schafft das mühelos und hinterlässt auch noch einen schönen, frischen Duft in meinem Backofen. Naja, muss man mögen, ne, an dieser Stelle, aber ich mag das ganz gerne, muss ich sagen. Und von daher, ja, kann ich euch den empfehlen. So, das war's schon vom Haushalt. Ihr habt gesehen, das ging schnell, ne? Und jetzt machen wir weiter mit Beauty-Kram. Und da habe ich als erstes diesen Badeschaum. Der ist von... So. Von Isana. Das ist eine limitierte Edition allerdings. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ich habe den auch jetzt schon 2 Monate, glaube ich. Sweet Moments heißt das, Verwöhnbad, mit viel Schaum steht hier drauf. Und ja, das kann ich auch zum ersten Mal wirklich bestätigen, muss ich sagen. Also sonst steht ja da immer drauf, ja, total viel Schaum und ich denke dann immer, wo ist der Schaum? Ne? Aber bei dem habe ich wirklich Schaum gesehen und das massig und ja, fand ich gut. Und vom Geruch her muss ich sagen, ja, muss man mögen. Ne? Jetzt im Sommer oder im Frühjahr ist das so ein Duft nach Beere, der geht noch, ne, für mich. Also Vanille geht ja gar nicht, wisst ihr, im Frühjahr und im Sommer. Aber dadurch, dass hier Beeren drin sind, also Brombeerextrakt, finde ich, geht der noch. Das ist so eine Mischung zwischen, ja, verwöhnen und frisch, würde ich sagen. Und ein Produkt, was ich auch vermehrt gekauft habe in den letzten Monaten, wenn ihr meine Hauls gesehen habt, dann ja, wisst ihr das. Gesichtsmasken hauptsächlich und vor allen Dingen Tuchmasken. Und ich habe mir jetzt mal eine rausgenommen, die für mich besonders hervorgestochen ist, weil sie besonders gut war. Und zwar ist das hier die von Balea. Aus der Beauty Therapy Reihe Folientuchmaske. Ja, ich sag euch direkt, Leute, ihr seht damit aus wie ein Marsmensch, ne? Als ob ihr auf Empfang wärt, weil die ist silber und die schwarze Seite kommt nach unten und die silberne nach oben. Ich habe euch da auch schon mal ein Bild bei Instagram zugepostet, wenn ich die drauf hatte. Aber trotz der Tatsache, dass ihr damit richtig bescheuert aussieht, finde ich die richtig, richtig gut. Zum einen, weil die geteilt ist. Ihr seht das vielleicht hier hinten drauf. Ich hoffe, man kann das erkennen. Hier sind die, ist die Anleitung und da seht ihr, dass ihr ein Teil für Skin habt und ein Teil für den oberen Bereich des Gesichtes. Das finde ich zum einen gut, weil ja, da könnt ihr die Maske einfach besser anpassen. Ich habe oft das Problem bei Tuchmasken, dass die, ja, die haben halt eine Einheitsgröße, ne, und mein Schädel ist halt ja, ein bisschen besonders, sage ich mal. Und dementsprechend habe ich so ein bisschen Probleme mit der Passform. Es gibt ganz, ganz wenige, die da für mich funktionieren, muss ich sagen. Und ja, da finde ich diese Lösung mit dem Zweigeteilten, finde ich sehr gut. Das zum einen. Und zum anderen, der wohl wichtigste Aspekt an der Sache, die spendet unheimlich viel Feuchtigkeit. Also Leute, wenn ihr eine richtig, richtig trockene Haut habt, dann schaut euch die mal auf jeden Fall an. Finde ich, die ist einen Blick wert. Ich weiß, sie ist nicht ganz günstig mit ihren, es kostet 2,49 Euro, glaube ich. Aber, und jetzt kommt noch ein Pluspunkt für mich, hier ist richtig viel Serum drin. Und dieses Serum ist genauso gut wie die Maske. Ich habe das getestet, ich habe das mal abgefüllt. Und werde das auch in Zukunft machen, weil ich das einfach Verschwendung finde. Genauso wie bei den Garnier-Tuchmasken. Da ist auch immer unheimlich viel drin. Ich habe euch das auch irgendwann mal gesagt. Ich glaube, in dem Aufgebraucht war es gut. Und das könnt ihr genauso gut fürs Gesicht verwenden. Dann habt ihr zwar nicht mehr die Tuchmaske, aber ihr könnt es euch ins Gesicht einreiben. Und das fand ich super. Und von daher, ja, ist dieses Produkt mehr als top. Ne? Top, 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 top für mich. Dann habe ich hier als nächstes ein Produkt für die Haare. Das habt ihr, glaube ich, gar nicht in einem Haul gesehen. Ich meine mich, glaube ich, nicht daran erinnern zu können, dass ihr es gesehen habt, dass ich es euch gezeigt habe, weil ich das so, ja, zwischendurch mal mitgenommen hatte, weil ich das bei Alida vom Kanal Family for Life, ja, mein Anfix-Partner Nummer 1, ne? Wir fixen uns immer so ein bisschen gegenseitig an. Auf jeden Fall hat sie ein Shampoo gezeigt, eins von Balea, und zwar das Anti-Schuppen-Shampoo. Ihr wisst, ich benutze ja schon seit Jahren das Head & Shoulders für juckende Kopfhaut das und bin damit sehr, sehr zufrieden. Einziger, ja, Nachteil an dem Produkt für mich ist allerdings,
hier ist eine Fliege, dass es sehr teuer ist. Ne? Die Flasche kostet, glaube ich, 3,95 und ich meine, gut, ich komme damit eine Weile hin, weil ich das immer mische mit Silbershampoo für meine blonden Haare. Aber ja, es ist schon sehr teuer und das hier kostet einen Bruchteil von denen. Ne? Und deswegen dachte ich mir, ja, warum probierst du das einfach mal aus? Und ich muss sagen, ich mag das sehr gerne. Und ich glaube auch, ja, soweit sagen zu können, dass ich dabei bleiben werde. Weil, wie gesagt, es kostet einen Bruchteil von dem, was Head & Shoulders kostet. Ich glaube, unter einen Euro oder was bezahlt ihr. Ich meine, es ist Balea, ne? Und ja, es riecht angenehm, genauso wie das von Head & Shoulders. Und was mir noch viel, viel wichtiger ist, ne? Es sorgt dafür, dass meine Kopfhaut nicht so juckt. Wir machen mal weiter mit einem, ja, mit einer Sache, die habe ich euch, ich glaube, vor 2 Monaten gezeigt in einem DM-Haul. Und zwar war es der, wo ich so ein bisschen Low-Budget eingekauft hatte. Ne? Auf jeden Fall habe ich euch da diese Tücher gezeigt. Und ich zeige euch jetzt mal eins, weil ich hatte die jetzt, ne, natürlich in der Zwischenzeit schon ausgepackt und auch ein paar Mal gewaschen. Und zwar hatte ich euch gesagt, dass ich diese Tücher, die übrigens von Veleda sind, nein, nicht zum Putzen benutze. Kann man natürlich an dieser Stelle, aber ich benutze die, um mein Gesicht damit zu reinigen. Auf jeden Fall habe ich diese jetzt hier schon ein paar Monate testen können und muss sagen, ich bin sehr, sehr begeistert. Also mittlerweile bin ich sogar dazu übergegangen, habe ich euch auch in meinem Aufruf, glaube ich, erzählt, dass ich mein Gesicht wirklich nur noch mein Augen-Make-up runternehme mit ölhaltigem Augen-Make-up-Entferner und einem Wattepad und danach wirklich nur mit einem nassen Tuch, also nur nass, ohne Seife, ohne alles. Zwar ein bisschen wärmer als sonst, damit es halt, ja, damit das Make-up schon runtergeht. Aber wie gesagt, ich finde das super und ja, kann euch die nur empfehlen. Und die bekommt ihr ja ganz günstig bei DM. Ich glaube, 8 Stück kosten 5 Euro oder so und ich finde, da kann man nicht meckern. Und jetzt habe ich noch 5 dekorative Produkte für euch, beziehungsweise ja, ein Produkt. Ich weiß nicht, ob das so dekorativ ist. Damit fangen wir auch direkt mal an. Und zwar ist es hier dieser Lippenpflegestift von Dr. Bronners Kirschblüte Bio Lippenpflege. Den hatte ich euch auch in irgendeinem Haul gezeigt und hatte gesagt, ich wollte den ausprobieren. Ja, habe ich jetzt getan und ich muss sagen, ich mag den sehr gerne. Der ist zum einen sehr ölig, aber nicht so fettig, also dass die Lippen halt so speckig aussehen. Der ist übrigens ohne Farbe und ja, auch ohne Geruch großartig. Also man riecht so ganz leicht ein bisschen was. Und ja, der ist bio für alle, die darauf achten. Ich glaube fast, ich werde mir den nachkaufen. So Mädels. Und jetzt haben wir hier wirklich nur noch rein dekoratives Zeug. Und dann fangen wir mal an mit einem Kajalstift von Manhattan. Den hatte ich euch, glaube ich, auch gezeigt in irgendeinem Haul. Ich weiß nicht mehr in welchem. Es tut mir leid, ne? Ja, das ist der Cool Kajal Eyeliner in Nude Couture 51D. Und ich meine, der wäre mir empfohlen worden unter einem meiner Videos, als ich gesagt habe, dass es Max Factor ja nicht mehr gibt. Und da wurde mir runtergeschrieben, schau dir doch mal den von Manhattan an. Ja, habe ich getan, wie ihr seht. Und ich mag den sehr gerne, sowohl von der Farbe als auch von seiner Haltbarkeit her nichts. Ne? Ich meine, ich habe nicht so wirklich Probleme damit, dass Kajal mir runterläuft von der Wasserlinie. Es gibt Leute, die haben da sehr, sehr Probleme mit, habe ich schon öfters gehört. Ich habe das Gott sei Dank nicht. Von daher kann ich da ja so gut wie alles verwenden, sagen wir mal. Und dementsprechend kann ich auch sagen, dass der ja bei mir auch gut hält. Aber wie gesagt, ich bin auch da kein Maßstab. Ne? So, weiter geht's mit einem Produkt, was ihr auch gesehen hattet. In meinem Geburtstagshaul war das, glaube ich. Und zwar ist es das Make-up Revolution Profix Oil Control Fixing Spray. Das mich nicht so sehr überzeugt hat, um ehrlich zu sein. Es ist okay, man kann das verwenden. Ne? Es sieht nicht schlimm aus, sage ich mal, wenn man das verwendet im Gesicht. Aber das, was die hier versprechen, halten die meiner Meinung nach nicht ein. Also es soll Oil Control sein und ich finde nicht, dass es irgendwie ja, ölige Haut besser macht, sagen wir mal. Also ich habe ja eher eine, ja mittlerweile tendiere ich eher so zu trockener Haut, früher hatte ich eine Mischhaut. Aber auch ich habe mit meiner trockenen Haut einige ja, ölige Stellen, sagen wir mal, und die, da merke ich, das schafft es nicht. Allerdings muss ich hier sagen, dass ich den Pumpspender richtig, richtig geil finde. Der ist richtig schön fein. Ich hatte euch das gezeigt in dem Video, ich zeige es euch aber nochmal. Also, da ist ein richtiger feiner Sprühnebel. Ich hoffe, ihr habt das jetzt gesehen. Und von daher werde ich diese Flasche wahrscheinlich aufbewahren und mir dann da ja, ein anderes Produkt reinfüllen, was ich dann da so gut finde, wo ich vielleicht den Pumpspender nicht so gut finde. Genau. So, und die letzten beiden Produkte, das sind Sachen, die habe ich euch, glaube ich, nicht gezeigt. Die habe ich mir so zwischendurch gekauft. Ja, auch das passiert manchmal bei mir. Ich habe es euch aber schon bei Instagram in den Livestreams gezeigt, dieses Produkt. Und ich habe es euch
in einem Make-up-Tutorial gezeigt, genau, was noch kommen wird. Und zwar ein Tutorial zu meinem Alltagslook, den ihr euch so lange gewünscht habt, so in etwa, wie ich das heute auch trage. Ja, ein bisschen abgewandelt, aber ihr werdet das dann sehen in dem Video, wenn es dann online kommt. Oder vielleicht ist es dann auch schon online gekommen und ich kann es euch hier verlinken. Das werdet ihr dann sehen, wenn der Balken da aufploppt, ne? Dann wisst ihr, Video ist online. Ja, machen wir das so. Auf jeden Fall habe ich mir dieses Produkt gekauft. Das ist von Catrice und nennt sich California in a Box Bronzer und Blush Palette. Die habe ich mir nicht bei DM gekauft, sondern bei Müller, weil es die bei DM nicht gibt. Auf jeden Fall habe ich die gesehen und dachte mir so bei den Swatches, das könnte ein Dupe zu Hoola sein. Ne? Ihr kennt den berühmten Hoola Bronzer, wer kennt ihn nicht von Benefit, na, arschteuer das Teil, 35 Euro oder was, so ein Ding. Ist natürlich, wenn man da ein gutes Dupe, sage ich mal, finden kann, in der Drogerie bin ich da immer dankbar für. Und ja, ihr bekommt hier nicht nur den Hoola Bronzer, also das Dupe zum Hoola Bronzer, sondern auch noch einen Blush, einen schimmernden Blush in so einem Peachton, so wie ich es mag, und einen matten Blush und einen schönen Highlighter. Ja, den Ton, den verwende ich seltener, vielleicht ab und zu mal fürs Amo, um das so ein bisschen zu vertiefen, aber ansonsten verwende ich wirklich ja, den und den, ne? Ihr seht das auch wahrscheinlich, und den Highlighter auch. Ich finde es gut, auf jeden Fall. Für 10 Euro, was das Ding kostet, finde ich, da könnt ihr nicht meckern, ne? Bei den ganzen Farben, die ihr bekommt. Ja, und zu dem Dupe-Thema, was ich eben angesprochen hatte, ich versuche euch gleich mal hier oder hier ein Bild einzublenden von Swatches bei Tageslicht, damit ihr mal den direkten Vergleich habt zu Hoola. Ich finde auf jeden Fall, er kommt dem sehr, sehr nah. Es ist kein 1:1 Dupe, ne? Das hat man ja ganz, ganz selten, aber er kommt ihm sehr nah, würde ich sagen. Und von daher lohnt es sich auf jeden Fall. So, und das letzte Produkt, was ich euch gerne zeigen möchte, ja, habe ich euch ebenfalls nicht gezeigt. Das war jetzt wieder logisch. Aber ich bin davon restlos begeistert. Ich habe lange, lange überlegt, sollst du sie dir kaufen, als ich sie in der Werbung gesehen hatte. Und mir schon dachte, das könnte etwas für dich sein oder beziehungsweise es könnte genau das Richtige für dich sein, weil sie das Thema da auch angesprochen hatten. Aber als ich dann den Preis gelesen oder gehört hatte, dachte ich so, naja, okay. Ne? Und zwar handelt es sich hierbei um die L'Oreal Mon Amour Moore, ich kann das nicht aussprechen, ne? Mon Amour Highlighter Drop. Die sind in der Farbe Sparkling Love 01 und die gibt es auch nur in einer. Die kommen hier mit so einer schönen Flasche mit Rose Gold Deckel und so einer Pipette. Die ich persönlich ja kaum benutze, diese Pipette, weil ich mir immer das Zeug, was hier drin ist, so aufs Gesicht gebe so und mir das dann eintupfe mit dem Beauty Blender. Lisa, dieses Produkt ist auf den ersten Blick sehr, sehr teuer. Das dachte ich mir auch. Ich glaube, die kosten 13 Euro und hier sind 15 Milliliter drin. Aber ihr kommt damit auch wahrscheinlich sehr, sehr lange aus. Also ich glaube, da müsst ihr highlighten wie ein Weltmeister und euch 3 Kilo draufklatschen, damit ihr diese Flasche innerhalb von einem Jahr leer bekommt. Die eignen sich super, um sie unter die Foundation zu geben. Ihr wisst das, dass ich das schon ganz, ganz lange mache und dass ich dafür auch immer so ein Stück weit Werbung mache, sage ich mal, den Highlighter unter die Foundation zu geben, also den Creme-Highlighter wohlgemerkt, damit der Glow einfach ja, von innen kommt, damit man von innen strahlt und nicht so aufgesetzt wirkt, weil ich das überhaupt nicht mag. Es gibt Leute, denen steht das total gut und da finde ich das auch schön, wenn die das machen, aber bei mir sage ich nein, definitiv nicht. Ich glänze dann wie so eine polierte Messingschüssel und das möchte ich nicht. Ich möchte strahlen, ja, ich möchte von innen strahlen, aber ich möchte nicht diese Leuchtbalken im Gesicht haben. Und dieses Produkt hilft mir ungemein dabei. Ich habe auch andere Highlighter-Drops von anderen Marken, die günstiger waren, unter anderem von Essence aus einer LE. Und ich muss sagen, die von Essence und auch alle anderen kommen nicht an dieses Produkt ran. Ich weiß nicht, was es macht. Es sieht auch sehr, sehr glitzernd aus. Und auch wenn man swatcht, denkt man so, holla die Waldfee, so viel Glitzer. Aber es sorgt dafür, dass man von innen strahlt. Ja, ich trage die übrigens auch heute, wie so oft in der letzten Zeit, seitdem ich sie besitze. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, ne? Es ist ein schöner Glow. Man strahlt von innen wirklich. Also man sieht gesund und frisch aus. Und ich finde, das ist der Sinn für mich, zumindest bei Highlighter. Und ich bin wirklich so, so froh, dass L'Oreal das ja als erste Firma quasi mit kapiert hat, dass man den Highlighter auch unter die Foundation geben kann und nicht nur auf die Foundation, um dann zu glänzen wie eine Speckschwarte einfach. Und so Mädels, das war's. Das waren die 10 Sachen, die ich euch gezeigt habe. Ich habe mir extra nur 10 rausgesucht, weil ich wollte nicht, dass das Video so lang wird. Ne? Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben oder wir machen eine Abstimmung draus hier oben, ob ihr öfters mal DM Haul Reviews sehen wollt oder auch Rossmann, ne? Oder Beauty Haul Reviews allgemein.
Weil ich mag diese Videos eigentlich sehr gerne. Ich schaue sie sehr gerne und ich drehe sie auch sehr gerne, muss ich sagen. Deswegen hatte ich auch heute nochmal Bock, mich hier hinzusetzen und euch noch ein bisschen was zu erzählen über die Produkte. Ja, und ansonsten würde ich sagen, lasst mir gerne ein kostenloses Abo da, falls ihr mich noch nicht kennen solltet und ihr wollt mich gerne kennenlernen. Das könnt ihr hier oder hier tun. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Mädels. Macht es euch fein und wir sehen uns.